wir machen es auf, wir schneiden das dann auch, wenn gewünscht, am Ende. Falls es nicht klappen sollte. So, dann sind es noch 5 Sekunden. 4, 3, 2. Ja, willkommen zurück in Track 2 zur vorerst letzten Session vor der Mittagspause, und zwar mit dem Thema Datensicherung neu gedacht, Managed Storage. Gehalten wird der Vortrag von René Weber. Er ist Field Application Engineer bei FastLTA. Seine ausgezeichneten IT-Kenntnisse sammelte er unter anderem im Professional Service bei der Siemens AG, als Backend-Administrator bei Betty TV und im IT-Operations- und Servicebereich der FastLTA AG. Nachdem er 4 Jahre lang den Servicebereich für den Silent Flix geleitet hat, unterstützt er seit 2018 als Technikexperte das Vertriebsteam. Ich sage Bühne frei, auch wenn nur virtuell, und viel Spaß. Vielen Dank, Janika. Ja, also auch von mir nochmal hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag heute. Wer auf der ISX schon mit dabei war, hat mich schon mal gesehen. Das heißt, für mich ist es nicht ganz neu, allerdings der Vortrag heute schon. Und heute geht es bei mir ums Thema Managed Storage oder kurz Datensicherung neu gedacht. Datensicherung neu gedacht und Managed Storage, was verbirgt sich dahinter, oder was soll eigentlich dieser Slogan und wo wollen wir mit der Reise hin? Ich fange mal ganz vorne an beim Thema der Datensicherung. Thema Datensicherung, wenn man es ein bisschen beleuchtet und sich genau anschaut, wo muss ich Datensicherheit schaffen, wo tut mir etwas weh, wo kann ich dafür sorgen, dass ich irgendwas verbessere, merke ich relativ schnell, dass ich 3 sehr, sehr wichtige Bereiche habe, die in der Datensicherheit betrachtet werden müssen, oder genauer genommen Herausforderungen. Wir haben diese Herausforderungen jetzt hier mal in so einem Dreieck zusammengeschrieben und haben die 3 Bereiche Komplexität, der Lebensdauer und der Angreifbarkeit sozusagen identifiziert. Das heißt, Herausforderung ist, ich habe eine große Komplexität in meinem gesamten Unternehmen, aber natürlich auch in der IT-Infrastruktur. Und diese Komplexität ist etwas, was mir gegen die Datensicherung läuft. Das heißt, welche Daten habe ich, welche Mengen an Daten habe ich, welche Berechtigungen liegen drauf, welche Storage-Systeme brauche ich für welchen Datentyp. Und so wächst mir diese ganze Komplexität immer weiter und ich habe immer mehr Systeme, die mich vor die Herausforderung stellen, wie kann ich alle Systeme gleichermaßen gegen Datenverlust sichern, auch gegen Angriffe sichern. Das ist dann der Bereich unten rechts. Das heißt, da interagieren die beiden miteinander. Und wie kann ich das am besten auch noch über eine lange Zeit, vielleicht nicht die typischen 3 Jahre, vielleicht auch nicht die typischen 5 Jahre, vielleicht sogar länger, aber vielleicht für manche Bereiche auch wieder kürzer. Also da merken Sie es, die Herausforderung ist, verschachtelt sich immer alles miteinander, je nachdem, welche Datentypen ich habe. Das heißt, die Komplexität geht auch wieder rüber auf die Lebensdauer. Welches System hat welche Lebensdauer? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich trotzdem keine Daten verliere, auch wenn ich das eine migriere, obwohl das andere weiterläuft? Es läuft also alles so ein bisschen gegeneinander und stellt die große Herausforderung im Thema der Datensicherheit und Datensicherung dar. Schauen wir noch ein bisschen genauer rein in das Thema der Komplexität. Jetzt zum Beispiel bei einem klassischen Backup, jetzt haben wir oben mal unsere Quellen, wir haben virtuelle Maschinen, wir haben Pfeiler, vielleicht sogar Software as a Service irgendwo sitzen, natürlich auch noch Endgeräte, vielleicht sogar jetzt dank der Corona-Zeit auch mobile Geräte von zu Hause, Remote Desktops oder Remote Workstations genau gesagt. Das heißt, ich habe plötzlich einen ganzen Haufen an Geräten, die ich nicht nur sichern möchte, sondern die mir auch eine Gefahr darstellen. Die Komplexität von dem Ganzen macht es natürlich schwierig, das einfach zu greifen. Das heißt, ich muss wirklich jeden Bereich einzeln anschauen, muss ganz genau identifizieren, welches Gerät braucht welche Sicherheits- oder Sicherungslogik, wo mache ich welches Backup, welche Software kommt dafür in Verwendung oder überhaupt in Betracht. Häufig merkt man heutzutage, dass sogar unterschiedliche Softwarelösungen noch im Unternehmen sind, weil die eine Softwarelösung noch historisch ein altes Produkt im Backup mitlaufen hat, das man vielleicht in der modernen Softwarelösung gar nicht mehr abbilden kann, weil es schon so alt ist, oder in der modernen oder neueren Backup-Lösung noch nicht mit drinnen hat, und plötzlich fährt man dort auch mit unterschiedlichen Lösungen komplex über die Daten hinweg, sichert dann in unterschiedliche Zielbereiche, Diskspeicher, Netzwerk-Diskspeicher, lokale Diskspeicher, vielleicht sogar noch USB-Platten, dann hat man noch das Thema mit dem AirGap,
Man möchte die Daten vielleicht sogar irgendwo in den Cloud-Speicher schieben, um gewisse Vorteile zu nutzen. Das heißt, auch hier steigt die Komplexität immer weiter. Man hat immer mehr Daten, abhängig von Performance-Anforderungen, abhängig davon, wie lang die Daten gesichert werden sollen, was für Datenklassen es eigentlich sind. Muss natürlich auch schauen, dass ich hier ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis habe. Ich kann schlecht sagen, ich mache jetzt einfach alles mit Flash und ziehe alle Flash-Teile raus und habe dann auch mein Airgap. Funktioniert auch nicht. Es muss bedienbar bleiben, sonst habe ich wieder eine Komplexität in der Bedienung, in der Verwaltung und Administration, was dann am Ende wieder dazu führt, dass ich eventuell keinen Überblick mehr habe, dass ich auch menschliche Fehler mit reinbringen kann, wodurch ich meine Datensicherheit und den ganzen Backup-Pfad wieder riskiere oder angreifbar mache. Und natürlich am Ende mit jeder Hardware, die ich habe, habe ich auch einen entsprechenden SLA. Ich habe eine Administration von dem Ganzen, das heißt, ich habe eine Benutzeroberfläche, damit muss sich jemand auskennen, ich muss dafür sorgen, dass der keine Fehler machen kann, ich habe einen Wartungsvertrag, der dahinter hängt, da muss ich schauen, dass der auch regelmäßig aktualisiert wird oder dass ich wieder eine Migration habe. Ich glaube, da erzähle ich Ihnen allen nichts Neues. Je mehr Komplexität oder je mehr Daten, desto mehr Geräte, desto mehr Komplexität, desto unterschiedliche Wartungsverträge, desto unterschiedlichere, Anforderungen, das Ganze zu tracken und zu beobachten. Das macht alles nicht leichter. Wenn wir jetzt aus dem Backup- und Recovery-Bereich nochmal in einen anderen Bereich rüberschwenken, in den Bereich der Langzeitarchivierung oder sogar revisionssicheren Langzeitarchivierung, dann kommt plötzlich in diesem Sekundärspeicherbereich, in dem wir uns gerade befinden, noch ein weiterer Punkt mit dazu. Dann kommen wir nämlich genau in diesen Bereich der Langlebigkeit. Möchte ich tatsächlich meine Daten, gerade revisionssichere Daten, die eine gesetzliche Vorgabe haben, wo ich dafür sorgen muss, dass die Daten nachweislich abgelegt sind, nachweislich unveränderlich vor allem abgelegt sind, möchte ich diese Daten tatsächlich regelmäßig migrieren, zwischen Speichersystemen hin und her schieben oder brauche ich eher einen Speicher, der vielleicht nicht über die klassischen 3 oder 5 Jahre, sondern deutlich länger mir einen Wartungssupport und vor allem eine Wartungsgarantie mitgibt. Spezielle Softwarelösungen, so wie es jetzt oben gezeichnet ist, benötigen dann zusätzlich zur Langlebigkeit natürlich auch noch eine Schnittstelle, die ich auch lange Zeit bedienen kann. Was bringt es mir, wenn ein Speichersystem nur noch moderne Schnittstellen nur noch alles, was gerade aktuell ist auf dem Markt, unterstützt und alles Alte rausschmeißt? Wenn ich ein Speichersystem habe, was für lange Zeit leben soll, muss ich das Alte auch supporten und muss auch die alten Schnittstellen so einfach wie möglich, aber trotzdem so sicher wie möglich halten. Das heißt, auch hier bin ich im Zugzwang, dass ich permanent Aktualisierungen fahre, dass ich mich mit Sicherheitslücken und Sicherheitsbedenken auseinandersetze, um aber trotzdem auch lange Zeit unterschiedliche Softwarelösungen hier zu unterstützen. Und das Ganze mit einem einfachen und klaren Protokoll. Langlebigkeit bedeutet also nicht nur, dass ich ein System längere Zeit warten kann, dass dann Techniker vorbeikommt, wenn eine Hardware ausfällt, sondern auch, dass die Software weiterlebt. Auch, dass die Hardware verfügbar bleibt, dass ich eine Garantie habe, dass meine Hardware ausgetauscht wird und vor allem, dass das System in sich selber, und da kommen wir so ein bisschen in den Bereich Managed Storage, sich selber um sich selber kümmert. Sich selber darum kümmert, dass die Daten nicht verloren gehen können. Auch wenn ich ein System 10, 20 Jahre betreibe, dass ich nicht im Hintergrund einen unerkannten Datenverlust habe, sondern dass die Langlebigkeit sich auch selber absichert. Eventuell sogar mit einer optionalen Verwurmung. Langlebigkeit bedeutet aber auch, dass ich das System erweitern kann, dass es mitskalieren muss mit meinem Unternehmen, weil das ist das, was mich in den Jahren treffen wird. Das heißt, ich muss weiter wachsen können und ich muss auch die Sicherheit stetig ausbauen können. Das heißt, egal ob ich jetzt im Hardware-Warm-Bereich meine Langlebigkeit erreiche oder auch im Backup-Bereich mit einer Backup-Archivierung oder mit einer Entnahme eines Backups und Auslagerung in den Tresor, ich muss trotzdem dafür sorgen, dass ich an der Stelle erweitern kann, aber auch die Sicherheit erhöhen kann, indem ich beispielsweise Kopien erstelle, Replikationen auf weitere Brandabschnitte etc. pp. Langlebigkeit im Bereich der Archivierung. Angreifbarkeit oder Sicherheit der Daten ist etwas, wie zuvor schon gesagt, extrem mit der Komplexität steigt. Je mehr Geräte ich im Unternehmen habe, je mehr Systeme ich parallel fahre, desto mehr Angreifsflächen oder Angreifspotenzial hat meine Gesamtlösung. In dem Beispiel soll es jetzt hier mal zeigen, wir haben unterschiedliche Quellen. Jede Quelle ist angreifbar, da habe ich da schon eine gewisse Komplexität. Wenn ich jetzt auch noch unterschiedliche Ziele nutze, unterschiedliche Hardware-Komponenten mit unterschiedlichen Softwareständen, vielleicht auch mit unterschiedlichen Betriebssystemständen, unterschiedlichen Kernels, unterschiedlichen Sicherheitslücken, dann
steigt mir die Angreifbarkeit meines Gesamtsystems exponentiell. Dazu kommt natürlich von unten mein SLA, das heißt, wann ist das System überhaupt noch in Wartung? Ich muss mich darum kümmern, dass es bitte auch immer den aktuellen Stand hat. Ich muss es auch selber permanent administrieren und ich muss mit allen Oberflächen zurechtkommen, damit ich nicht versehentlich jemanden reinlasse oder vielleicht sogar versehentlich selber Daten lösche oder Daten modifiziere. Also je höher die Komplexität, desto höher die Angreifbarkeit für das Gesamtsystem. Kleine Info am Rande. Der Cloud-Gedanke, den man jetzt hier rechts oben sieht, ist etwas, was man heutzutage weiß, dass auch Angriffe, und zwar 59% der Angriffe, auch die Cloud mit als Ziel haben. In meinem Vortrag zu ISX ging es darum, wie geht ein Angriff oder eine Ransomware oder die Kombination aus beiden vor und wie findet dieser Angriff seinen Weg ins Unternehmen. Und da haben wir gelernt, dass Angriffe häufig erstmal inzwischen aufs Backup gehen, also quasi erstmal alle Standbeine entfernen und dann den Rest verschlüsseln. Und alle Standbeine entfernen bezieht sich natürlich genauso auf den Cloud-Speicher. Auch eine Verschlüsselung ist dort möglich. Nehmen Sie das bitte mit. Unabhängig davon, wir haben jetzt die Angreifbarkeit geklärt und wir schauen uns jetzt an, wie kann ich das Ganze als Managed Storage mit einer modernen Datensicherheit und Datensicherung realisieren. Was sehen wir in unserem Silent Brick System oder in unseren Lösungen als Managed Storage und als den Vorteil zur Lösung dieser Herausforderung? Wir beginnen mal ganz vorne wieder bei unserem Dreieck Komplexität, Lebensdauer und Angriffe. Und dieses Dreieck heißt zu lösen. Das heißt, das sind die Herausforderungen, das sind die Probleme. Wie kann ich diesen Problemen entgegenwirken? Das ist leicht. Die Ausgangslage können wir durch eine Änderung, allein schon durch den Begriff, korrigieren. Das heißt, wir haben zum einen eine Vereinfachung, wir erhöhen die Langlebigkeit, wir garantieren ein System, das langlebig ist und kümmern uns ganz explizit um die Sicherheit. Wie schaffe ich das Ganze? Über ein Managed Storage. Managed Storage bedeutet, ich habe, jetzt das Dreieck ein bisschen verschoben, ein Zusammenspiel aus Software, Hardware und Servicekomponente. Software und Hardware bedeutet, ich habe eine Software, die ist maßgeschneidert auf die Hardware. Bedeutet aber auch, ich habe eine Hardware, die ist maßgeschneidert auf den Anwendungsfall. Hardware maßgeschneidert bedeutet bei uns, dass wir tatsächlich alles, was wir herstellen, selber herstellen. Das heißt, die Systeme, die wir herstellen, haben unsere eigenen Platinen, haben unsere eigenen Gehäuse, alles ist selber entworfen und selber hergestellt und selber gefertigt. Warum machen wir diesen Aufwand? Thema Langlebigkeit. Wenn ich ein System für 10 Jahre und mehr, was bei uns im Archivbereich überhaupt ganz normal ist, für 10 Jahre und mehr betreiben möchte, dann muss ich dafür auch garantieren können, dass ich jederzeit die Hardware-Komponenten nachliefern kann, dass ich jederzeit eine Wartung über 10 Jahre und mehr garantieren kann, dass das System keine Daten verliert über die Zeit. Da sind wir dann im Bereich Hardware und Software, Hardware warm, Software, Überwachung, Auditierung, permanentes Zurücklesen jedes einzelnen Bits und sicherstellen, dass die Daten korrekt sind. Ganz explizites Verwenden von speziellen Komponenten, von speziellen Softwarekomponenten wie Erasure Coding statt RAID, dass ich wirklich an jeder Stelle sicherstelle, keinen Datenverlust zu haben, die Datensicherung zu erhöhen und eine Software und Hardware habe, die perfekt miteinander harmonieren. Natürlich, ich habe schon gesagt, lange Zeit bedeutet, ich muss die Hardware auch zur Verfügung haben und zur Verfügung stellen. Da kommen wir dann in den Bereich Service. Das Servicing unserer Produkte ist etwas, was bei uns im Unternehmen mit an Stelle 1 steht. Ein Kollege hat es letztens ganz schön auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, die Kundenbeziehung beginnt nicht wie bei anderen Herstellern damit, dass ich quasi ein System designe und das System dann final als Abschluss verkaufe, sondern bei uns beginnt die Kundenbeziehung eigentlich erst in dem Moment so richtig, wenn wir das System verkauft haben. Weil von da an übernehmen wir Verantwortung, von da an übernehmen wir den Service für das Produkt und das können wir nur, weil Hardware, Software und Service alles aus einem Haus, aus einer Hand kommt. Das Ganze muss innovativ sein, muss modern sein und muss die Gesamtkomplexität von dem Speicher reduzieren, sich selber überwachen, sodass ich im Idealfall nur noch eine Verwaltungsoberfläche habe, über die ich alles steuern kann, die ich aber tatsächlich so gut wie nie brauchen werde. Weil einmal konfiguriert, einmal angebunden, ist das System selbstständig aktiv, überwacht sich selber und nur bei einer Erweiterung muss ich kurz rein und das muss so intuitiv wie möglich sein.
Am Beispiel der Datensicherung, wenn wir es uns genauer anschauen, nehmen wir mal die Silent Bricks in Verbindung mit Veeam. Unser Silent Brick-System ist von Grund auf modular designt. Das heißt, ich möchte gerne jeden Bereich getrennt betrachten und in jedem Bereich getrennt genau das realisieren, was für den Bereich nötig ist. Bei Veeam weiß man jetzt, es gibt in Richtung Backup-Speicher unterschiedliche Mechanismen. Ich kann einen Disk-Speicher nehmen, der kann lokal, der kann durchs Netzwerk angesprochen werden. Ich kann eine Tape-Library anbinden, um Daten zu transportieren, zu entnehmen. Ich kann auch einen S3-Speicher nutzen, also einen Object-Store, um Daten wirklich langzeitig auszulagern oder zu reduzieren oder über eine Remote-Strecke irgendwohin zu verbringen. Das heißt, ich habe viele unterschiedliche Mechanismen, die sicherlich alle ihren Vor- und auch ihren Nachteil haben. Wenn ich mir so ein Gesamtkonzept abwäge, kommt es stark darauf an, welche Datenmengen habe ich, wie lange möchte ich das Ganze aufbewahren, welche Retention Points habe ich, welche Sicherheitsmechanismen habe ich, zweiter Standort oder nicht. Und das am Ende gibt mir ein Gesamtkonzept. Und dieses Gesamtkonzept kommt häufig mit einer Disk-Komponente, mit einer Airgap-Komponente, die dann klassischerweise ein Tape wäre, mit vielleicht sogar einem S3-Store oder einfach einem Speicher, der entweder nochmal schneller ist oder mehr Kapazität bietet. Und genau das, da sind wir beim Thema Vereinfachung der Komplexität, kann ich alles innerhalb eines Silent Bricks Systems abbilden. Modular kann als Gesamtsystem, wie man es jetzt hier sieht, über die Medien einzeln gesteuert werden. Das heißt, mit jedem Medium, das ich einschiebe, Medium heißt Silent Brick, mit jedem Silent Brick, den ich einschiebe, kann ich entscheiden, soll es ein Diskspeicher sein für mein Backup to Disk aus Veeam heraus? Soll es vielleicht ein Backup to Disk für mein primäres Backup sein, wo ich mehr Performance brauche, wo ich Business Continuity schaffen möchte? Das heißt, Flash-Komponente, mehr IOPS. Oder soll es eventuell ein Speicher sein, den ich transportieren möchte und ich konfiguriere den nächsten Brick, den ich dazu schiebe, als Tape Library? Object Store, auch kein Problem. Man sieht in der Mitte von dem Gerät einen sogenannten Silent Brick DS, eine statische Einheit, die Kapazitäten von 128 Terabyte bis zu 128 Terabyte pro Einheit bietet. Das heißt, auch hier kann ich großdimensioniert wachsen und kann große Datenmengen, wenn es mir mehr um die Kapazität geht, unterbringen und das alles in einem System vereinen. Jetzt schauen wir noch einmal kurz rüber. Ich sehe schon, Janneke hat sich schon dazugeschalten. Ich muss kurz auf die Zeit schauen. Eine Minute brauche ich noch, dann bin ich dort. Gerne deinen Gedanken noch zu Ende bringen. Ist super. Genau, das wäre der Backup-Bereich. Schauen wir rüber zum Archivbereich. Da geht es natürlich um andere Anforderungen. Da geht es mir darum, dass ich Daten revisionssicher archiviere, dass ich sie lange Zeit archiviere. Auch hierfür gibt es, wenn ich es getrennt betrachte, eine eigene Lösung. Aber auch das könnte ich innerhalb des Silent Brick Systems mit abbilden. Das heißt, entweder Verringerung der Komplexität, alles in einem System, oder ich sage, mir geht es nur um den Archivbereich und dort Verringerung der Komplexität. Das heißt, ein sicherer Speicher mit Hardwareverwarmung, mit Revisionssicherheit, mit Nachweisbarkeit und vor allem, ich kann ihn aus dem Backup rausnehmen, denn er ist in sich so sicher, dass ich mir diese Komplexität des zusätzlichen Backups-Pfads auch wieder entnehmen kann. Und an der Stelle ganz wichtig, das wäre dann noch mein letztes Wort, eine Ankündigung, es gibt neu zum Ende des Jahres den sogenannten Silent Cube DS. Das heißt, für alle Silent Cube Bestandskunden, den es schon seit 2008 übrigens gibt, den Silent Cube, für alle Bestandskunden, gibt es jetzt wieder eine neue Hardware-Komponente und ich glaube, das zeigt am besten, dass eine Langlebigkeit nicht nach inzwischen 13 Jahren aufhören muss, sondern auch problemlos weiterleben kann, wenn man von Anfang an richtig alles selber designt hat und Langlebigkeit im Fokus hatte. Danke. Weil die letzte Folie gerade so schön gepasst hat, hätte ich noch eine darauf aufbauende Frage an dich. Und zwar, welches Produkt empfiehlst du jetzt bei einer Neuanschaffung? Silent Cube oder Silent Brick? Ja, es ist eine gute Frage. Es kommt tatsächlich am Ende darauf an, welchen Bereich möchte man abbilden. Wenn es rein in den Bereich Backup oder um den Bereich Backup geht, ist sicherlich das Silent Brick System die beste Empfehlung, weil das Silent Brick System bietet Backup-to-Disk-Möglichkeiten, Tape-Library, Export, Entnahme, Transport, also alles, was ich im Backup-Bereich kenne, inklusive S3. Wenn es rein um eine Langzeitarchivierung geht, also rein eine Revisionssicherheit, weil vielleicht der Backup-Pfad schon gelöst ist oder die Wartungsverträge erst in 3 bis 5 Jahren auslaufen, dann würde ich auf jeden Fall den Silent Cube empfehlen. Wenn es um eine Kombination aus beiden geht, würde ich es tatsächlich genauer betrachten. Entweder das Silent Brick System oder vielleicht sogar eine Kombination aus beiden Systemen, die sich auch gleich administrieren lassen. Ja, vielen Dank. Ja, ich sage vielen Dank für den Einblick, vielen Dank für die Übersicht.
auch die bisschen Werbung für unsere andere Veranstaltung, die ISX. Wer noch weitere Fragen hat oder sich die Präsentation nochmal in Ruhe anschauen möchte, der findet die wie alle anderen auch im Ausstellerbereich auf der entsprechenden Kachel zum Download. René und seine Kollegin Nathalie stehen dort auch gerne für Fragen bereit, stehen Rede und Antwort, zeigen auch nochmal alles in Ruhe. Ja, ich sage vielen lieben Dank. Ich sage euch guten Mittag, guten Appetit, lasst es euch schmecken und wir freuen uns, euch nachher wieder beim Netzwerk-Karussell begrüßen zu dürfen. Dankeschön. Danke auch, einen guten.